So Leute, ich bin total verspätet, tut mir leid, aber ich würde sagen, das macht euch nichts aus. Danke schön, dass ihr das in Kauf nehmt hier mit der Verspätung und so weiter. Passiert halt mal. Wir sind live on air auf twitch.tv/perkicks, WWE live. Es ist ein angekündigter Stream. Ich habe ja auf Twitter geschrieben, dass ich um 20 Uhr streame. Die Twitter-Follower sind da auch ein bisschen auf dem neuesten Stand. Also würde ich euch sehr empfehlen, mir auf Twitter zu folgen. Und genau, so sieht's aus. So, jetzt gucken wir hier mal. Ich muss noch das ganze Zeug aufmachen, den Live-Chat und so weiter. Mal sehen. Bin ich schon live? Ich denke doch. Sehr schön. Leute, heute ohne Facecam, denn ihr wisst, wie es läuft. Ich bin gerade nicht so in der besten Verfassung. Oder besser gesagt, ich bin ziemlich durchgeschwitzt. Und ich denke, das ist auch mal ganz in Ordnung, wenn ich da nicht die Kamera anmache. So, jetzt frage ich mich, was das hier ist. Das links, was ihr seht. Mal sehen, kriegen wir das irgendwie weg. So, sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, grüßt euch Leute, live auf Twitch. Ha, mal sehen, wie viele Zuschauer haben wir gerade, keine Ahnung. Ich spiele auf jeden Fall jetzt die Road to Glory. Bisher noch niemand im Chat, so wie es aussieht. Das streame ich heute alleine. Da sind das heute nur die YouTube-Leute. Fünf Titelkämpfe habe ich angesammelt. Und ich würde sagen, wir zocken einfach ein Plus-Zweier-Match. Sollte ganz gut laufen, denke ich. Sieben Zuschauer. So, jetzt ist natürlich wegen der Ankündigung, die gefailt ist, sind jetzt kaum mehr Leute am Start. Aber das ist kein Problem. Denn ich kann euch natürlich auch ohne Chat unterhalten. Sonst hätte ich wahrscheinlich keinen YouTube-Kanal. Dann ist es ja nicht immer so, dass man die Möglichkeit hat, einen Chat zu sehen und da eben die Gesprächsthemen rauszufischen. So ist es nicht. Jonathan, der Slowmod ist ein bisschen lange. Erstmal hallo. Ja, sorry guys, aber eigentlich könnte ich jetzt den Slowmod ausstellen. Ja. Jetzt, wo wir eh nicht mehr so viele Leute haben, habe ich den Slowmod ausgemacht. Aber das Ding ist halt, immer wenn ich streame, sind da sehr, sehr viele Leute am Start. Von daher ist das Problem, dass ich da halt nicht direkt alles durchgehen kann. Und deswegen habe ich den Slow-Mode angemacht. Ja, moin Leute, guten Abend, alles fit bei dir? Ja klar, ich habe mich bloß ein bisschen verspätet. Ich habe noch, und das ist kein Witz, meine Kicks trainiert. So, aber was es damit auf sich hat, erfahrt ihr vielleicht noch. So, hey, kannst du mal deine WrestleMania-Prognose stellen? Würde mich mal interessieren. Das gibt's alles in der WrestleMania-Vorschau, die ich am Samstag vor WrestleMania hochladen werde. Das heißt, guck da einfach die Vorschau. Ich meine, jetzt kann man eh erst eine voreilige Prognose stellen, denn es ist ja noch nicht alles bestätigt. Von daher guckt einfach die nächsten WWE-Shows, guckt meine hier. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich bin doch schon ein bisschen behindert im Kopf. Meine Vorschau, genau. Ich denke, das habe ich jetzt genug betont. Was habe ich in den letzten 2 Wochen bei Lucha Underground eigentlich verpasst? 2+4 Sterne Matches. Guck's dir an. Super gewesen. Und ich würde es euch einfach empfehlen, bleibt bei Lucha Underground dran. Die nächste Folge wird auch super. Schönen Sonntagabend wünsche ich jedem, der jetzt hier neu dazu gekommen ist. Und hier wird geschrieben, hast du Bock? November, WXW in Hof. Ist ja ziemlich nah an mir dran tatsächlich. Hof ist eine Stunde vielleicht. Hört sich super an. Hört sich echt gut an. Ich denke, das ist eine Gelegenheit, die man durchaus wahrnehmen kann. Also gucke ich mir mal an. Wie machst du die Animationen in den Top 10 Videos? Mit einem Schnittprogramm ganz einfach. Also ich habe nicht mal große Animationen da am Start. Aber es kommt bald ein neues Intro, denn ich bin ja. Wo wohnst du denn, Dr. Planix? Würde mich mal interessieren. Dann treffen wir uns da vielleicht, weil Hof ist schon auch nice, auf jeden Fall. Ich hab gerade. Ah, Bayreuth. Nice, du wohnst ja richtig nah an mir dran. Ich bin oft in Bayreuth. Ich überlege, da zu studieren. Super Sache, wusste ich gar nicht. Vielleicht hast du es auch schon mal geschrieben und ich hab's wieder vergessen. Das kann auch sein. Das ist, nennt man.
temporäre Amnesie mit dem Fachbegriff. Nee, hier. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe meinen Designer beauftragt, dass er mir ein neues Design für Pro Tanner stellt. Mein Designer ist einfach einer der geilsten Menschen, die ich kenne. Der Typ ist einfach so korrekt. Der hat mein normales Intro erstellt, mein Rage-Out-Intro und so weiter. Also der macht da richtig viel für mich, richtig viel Stuff. Und ja, das gratis. Also einfach kostenlos. Also er ist ein Fan meiner Videos und von daher macht er das alles gratis. Und immer wenn ich mit ihm telefoniere zum Beispiel, ist er nicht wie so ein typischer Fanboy, der dann ständig anruft und hier können wir bitte schreiben und können wir da nochmal schreiben und da nochmal schreiben. Und er nervt einfach nicht, sondern er ist super korrekt. Sagt dann hier immer hier, wenn ich sage, komm, hau doch mal dein PayPal Account raus. Ich will dir ein bisschen was für deine Arbeit geben, weil deine Arbeit echt genial ist. Dann sagt er, ja, nee, brauchst du nicht, aber ich muss jetzt auch wieder Schluss machen und so. Also das ist echt super. Schöne Grüße an Louis, falls er das hier hört. Der Typ ist genial. Also echt, der ist auch gerade am Arbeiten mit dem neuen Pro 10 Intro und den Animationen, weil Pro 10 Format ist, auf das ich mich in Zukunft auch fokussieren will. Da es sehr gut bei euch ankommt und es macht mir auch am meisten Spaß oder fast am meisten Spaß, würde ich sagen, das zu produzieren. Und von daher, wenn es gut ankommt und es auch noch Bock macht, wieso nicht? Also dann würde ich sagen, habe ich da bisher meine Intros immer so alleine gemacht. Die sehen halt nicht scheiße aus, aber auch nicht wirklich gut aus. Und wenn er sie macht, sehen die gut aus. Von daher habe ich ihn da beauftragt, dass er da was Neues anfertigt. Kommt dann demnächst. Morgen gibt es erstmal ein neues Pro 10 Video. Ja, was es da gibt, lassen wir uns überraschen. Keine schlechte Idee, immer gute Abwechslung. Dankeschön dafür. Hey yo, Edeljobber auch am Start. Ich grüße dich. Das ist irgendwie gemein, dass ich am Arsch der Welt wohne. Thüringen, Frechheit, da ist nie was los. Ja gut, ich wohne im tiefen Oberfranken, da ist auch kaum was los, sag ich mal. Ich travel halt immer die World. Ich bin die World am Traveln quasi. Ich bin dieses Jahr schon in München, Düsseldorf, Oberhausen, Magdeburg, Berlin und noch weiteren Städten gewesen, die ich. Ingolstadt habe ich vergessen. Ich war in so vielen Städten dieses Jahr schon, hauptsächlich durch Wrestling, auch durch mein Seminar und so weiter. Also da bin ich jetzt echt am Weltbereisen gerade, auch durch die WXW, durch WWE Live Events und so weiter, da kommt man schon rum. Und ohne die Unterstützung von euch könnte ich das natürlich nicht. Aber in die Schiene soll das jetzt nicht gehen. Da halte ich mich gepflegt von fern. Wenn ihr sowas wollt, dann guckt bitte Dagi, B oder ähnliche Leute. Keine Facecam, nee, keine Facecam. Ich bin noch etwas durchgeschwitzt. Ich habe gerade tatsächlich etwas Sport getrieben und von daher will ich mich auch eigentlich gerade überhaupt nicht zeigen, habe ich keinen Bock drauf und das ist, denke ich, kein Problem für euch. Freitag, 4.11.16, 20 Uhr im Saal der Bürgergesellschaft. Nice. Was ist dein Traummatch? Mein Traummatch, da gibt es einige und ich verliere das Match übrigens. Scheiße, Alter. Ich habe zu viel auf den Chat geachtet. Dir fehlt noch mein Traummatch erstmal. Ich habe dazu ein Video gemacht, meine Traummatches von WWE. Guckt euch das an. Dir fehlt noch Hamburg und Köln. Dann warst du quasi in den Big Four Städten Deutschlands. Köln war ich ja nah dran. Hamburg nicht. Hamburg, ja, mal sehen. Komme ich sicherlich auch noch dieses Jahr hin. Endet nach Cesaro der Stream? Ja, wahrscheinlich. Aber so wie ich mich gerade anstelle, dauert das noch ein bisschen. Ja. Wird der Perky Boy die Flash Events grinden? Eventuell. Eventuell. Also, die Flash Road to Glory werde ich wahrscheinlich spielen. Ihr wisst, dass ich kein Team PCC-Fan bin oder allgemein kein PCC oder Ring Domination-Fan. Von daher werde ich das wahrscheinlich nicht unbedingt spielen. Ja. Das ist, denke ich klar, also Ring Domination ist halt echt nicht so mein Modus. PCC geht schon klar, aber naja, ne? Ihr wisst, was ich davon halte. Was für ein Sport, das bleibt mein Geheimnis. Tz, tz, tz. So, Leute, schreibt Fragen rein. Wir haben tatsächlich hier ziemlich
wenige Zuschauer heute, von daher nutzt das aus. Ich habe es nicht groß angekündigt, dass ich heute stream. Nutzt das gerne aus und postet eure Fragen ein. Die werden heute ein bisschen öfter beantwortet. Denkst du, Shane gewinnt? Und was wird sich ändern? Wenn Shane gewinnt, wird, denke ich, sogar ein Roster-Split eingeführt werden. Ich bin mir nicht sicher, aber das wäre auf jeden Fall eine Wunschvorstellung, sage ich mal. Hoffentlich geht er nicht so lange, bin gerade am Schreiben. Am Schreiben. Ja gut, du kannst auch jetzt ausmachen und dir den morgen auf YouTube geben. Also so würde ich es dir empfehlen, falls du jetzt am Schreiben bist und irgendwas Wichtiges machen musst, dann schalte morgen wieder rein. Aber so lange wird er sowieso nicht gehen. Der Fab-Fab-Sport. Ja, genau. Nee, das war's nicht, das kann man schon mal ausschließen. Ich denke, es sind nicht so viele da, weil der Stream eine Verspätung hatte, ja klar. Und auch weil ich es nicht auf YouTube angekündigt habe und so weiter. Ich habe es einfach spontan gemacht. Und ich wollte es auch nicht groß ankündigen, weil wenn man ein bisschen weniger Leute hier am Start hat, ist das, denke ich, auch ganz cool. Ich bleibe weiterhin gegen den Roster-Split, weil es aktuell keinen Sinn macht. Ja gut, das sehe ich nicht ein, aber die Diskussion hatten wir ja schon. Roster-Split und zwei World Title. Dream, sehe ich genauso. Aber mal sehen, ob es die WWE durchziehen wird. Alle haben gedacht, der Affe würde skalpiert werden. Aber er hat alle überrascht. Er hat das Wrestling-Quiz gewonnen und hat sich so als Wrestling-Gott etabliert. Aber erstmal hallo, Hashtag Power of the Monkey. Ja. Also, Monkey. Erstmal, gegen wen hast du dein Wrestling-Quiz gewonnen? Habe ich da was verpasst? Wahrscheinlich gegen Nils oder so. Nils, die alte Pfeife. Naja, keine Ahnung. Keine Ahnung, gegen wen hast du dein Quiz gewonnen? Würde mich mal interessieren. 37 Zuschauer und er wird Partner. Ja, die steigen schon noch die Zuschauerzahlen. Keine Angst, Björni Boy. Roster Split würde meiner Meinung nach keinen Sinn machen, wegen der fehlenden Star Power in den einzelnen Brands. Das Ding ist, das ist das einzige Argument, was jeder hat, der den Roster Split kritisiert. Es ist ein verdammt starkes Argument. Aber es ist jetzt nicht so, als ob man den Roster-Split nicht durchziehen könnte, nur weil es keine Star-Power gibt. Es gibt so viele Vorteile, die ich in meinem Video genannt habe, das ich vor 2 Wochen oder so hochgeladen habe. Dann, also wenn man sich das anguckt, dann kann man eigentlich den Roster-Split nicht mehr zurückhalten. Den muss man eigentlich wieder durchziehen. Und wenn es nur für ein Jahr ist oder so, aber es. Man braucht es gerade einfach, weil es einfach nur ein oder maximal zwei Gegenargumente gibt und ich könnte euch bestimmt 10 Pro-Argumente aufzählen. Und das ist no joke. Ich gehe so gut wie safe mit ein paar Freunden nach Hof. Ja, das freut mich. Dann sehen wir uns da wahrscheinlich. Das ist im November, okay. Welches Wrestling-Quiz? Monkey bei AATE? Okay, wenn Chris und Lenny dazu kommen, wird's schwerer. Keine Ahnung, ja, gegen wen denn Monkey? Würde mich mal interessieren. Immer noch. Was denkst du, wer bei den Divas bei WrestleMania gewinnt um den Titel? Sasha Banks. Wer wird die epische und legendäre Karte bei RD Perkix WWE? So, die Frage habe ich heute schon so oft gelesen und ich habe ständig nicht darauf geantwortet und ich weiß nicht, warum du dich ständig wieder hier rein spammst. Woher soll ich das wissen? Keine Ahnung. Wer wird das sein? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum du mich mit der Frage zuspammst. Wunderschönen guten Abend wünsche ich dir ebenfalls, Speedway Killer. Zayn Owens, Ziggler Orton, SmackDown, Cena Reigns, Swagger Barrett. Swagger ist ja ein kranker Star auf jeden Fall. Nee, aber es würde funktionieren. Und wenn man SmackDown nur zu einem Talentbrand machen würde, dann würden trotzdem Leute SmackDown einschalten, weil gerade ist SmackDown einfach nur mit oder nicht mal eine krasse Talentshow, sondern einfach eine Show mit ohne Star Power. Kann man eigentlich so sagen. Eine Show ohne Star Power. Und es würde allemal besser werden mit dem Roster Split. Also, es wäre sicherlich nicht optimal, aber es könnte durchaus besser werden. Oder es würde auf jeden Fall besser werden. Ich weiß nicht, warum er den Slow Mode reinmacht bei den Fragen hier im Chat. Oh mein Gott. Ja. Gehst du irgendwann wieder zu WXW? Auf jeden. Christian Jacobi findet das ja anscheinend ganz cool, was ich mache. Der hat neulich hat mein Interview auf seinem Facebook-Account gepostet. Und das fand ich schon sehr, sehr nice.
Findest du auch, dass es komplett sinnlos ist, dass der Taker für Vince kämpft? Ja, mehr oder weniger. Die Ansetzung ist halt geil. Gegen Roster-Split, du kannst so viel aufzählen, wie du willst, mit dem Roster und den Verletzten und den unausgeglichenen Verhältnissen zwischen Raw und SmackDown. Nein, danke. Ja, was heißt denn unausgeglichene Verhältnisse zwischen Raw und SmackDown? Ich meine, das ist doch ein Gegenargument in sich. Die will man doch mit dem Roster-Split aufheben. Nein, ein Wrestling Press mit Freunden. Und alle haben gedacht, dass ich das Finale verkacke, aber nein, dafür hat 17 zu 9 gegen den guten Hannes rasiert, der auch im Stream gestern dabei war. Gegen Nils musste ich noch nicht ran, aber dieses Battle wird bald kommen. Wrestling God. Ist nur ein Heel-Gimmick, bitte nicht ernst nehmen. Ja, gut. Ja, wenn du nur gegen so No-Names ein Quiz machst, nee, aber keine Ahnung. Ich bin ja kein Quiz-Mensch. Also ich bin niemand, der sich krass Details merkt aus der Vergangenheit. Für Pro-Ten recherchiere ich die immer. Und an sich bin ich niemand, mit dem man jetzt krass einen Quiz machen kann. Also ich bin da eher nicht so krass drin. Ich bin eher so der Wrestling-Kritiker und Analytiker, statt der sich alles so Historisches merkt. Ich verstehe einfach besonders nicht dich nicht. Es könnte so viele Dream-Matches nicht kommen. Zum Beispiel, stell dir mal vor, Brock Lesnar geht zu Raw, Kevin Owens zu SmackDown, du wirst nie Owens gegen Lesnar sehen. Ja, was ist das für ein Argument? Die WWE wird sicherlich ihre Leute, die sie in Fäden stellen wollen, in gleiche Brands stellen. Und das Ding ist einfach, welche Dream-Matches würden denn verhindert werden? Ich meine, wenn du dir zum Beispiel Lesnar, was hast du geschrieben hier? Lesnar gegen Owens. Denkst du echt, dass das passieren wird? Denkst du es wirklich? Also, ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber gut. Lieber SmackDown komplett abschaffen, das würde die Zeit entspannen. Ja, oder so eben. Aber das wird WWE nicht machen, von daher ist. Ich meine, das ist halt wieder so eine Wunschvorstellung, ne? SmackDown komplett abschaffen ist die Optimallösung, aber im Endeffekt wird die WWE das nicht machen und von daher ist Roster Split, sage ich mal, das kleinere Übel. Eigentlich gar kein Übel, aber gut. Kannst du auch nächste Woche Sonntag streamen, vielleicht. Bester Heel im Indie-Bereich, Mardi's Girl. Der Typ ist so geil. Der Typ ist so geil. Mil Muertes ist krass. Also es gibt einige. Wohnst du doch in Kulmbach, in Kulmbach? Dort habe ich nämlich schon Fußball gespielt, ja klar. Ich habe auch schon in Bayreuth Fußball gespielt. Die Abos incoming. Du weißt doch, wie ich das meine, Monkey mit den No Names. Barrett Face als SmackDown Raw World Champion wäre so nice. Sehr gut, Barrett, der Zug ist abgefahren. Kaufst du dir die Karat-Tage von WXW auf DVD und machst dann zu den Events Reviews? Den ersten gibt es schon online on demand, ja. Ich hab's gesehen, aber ich werde es mir, denke ich, nicht kaufen. Also, glaube nicht. Glaube nicht. Vielleicht ändert sich meine Meinung dazu auch noch. Aber kein Plan. Mal sehen. Was denkst du, wer gewinnt? Roman Reigns oder Triple H? Reigns, Dean Ambrose oder Brock Lesnar? Brock Lesnar, Undertaker oder Shane? Shane. So, oh, nur noch 4 Punkte, geil. Noch 2 Matches. Glaubst du, Matanza gewinnt nächste Woche bei Aztec Warfare? Kann gut sein. Ich würde auch noch Johnny Mundo eine Siegchance einrechnen. Ja, keine Ahnung. So. Roster-Split braucht man, wenn es zu wenig Zeit für die Talente gibt, wie es 2002 der Fall war. Wir haben 2016 und wir haben zu viel Zeit für zu wenig Talente. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass wir zu wenig Talente in WWE haben, oder? Also das halte ich für absoluten Schwachsinn. Weil, ich meine, guck dir doch aktuell das Roster an. Was ist denn mit einem Tyler Breeze? Was ist mit einem Tyler Breeze? Was ist mit einem Zack Ryder? Was ist mit einem Dolph Ziggler? Was ist mit einem Neville? Die haben alle keine Zeit. Man braucht einen Roster-Split. Man kommt nicht um den Roster-Split rum. Ich sag's euch ganz ehrlich. Man kommt da nicht drum rum, weil er der WWE helfen würde. Und alle sagen immer, ja, Star Power, Star Power. Star Power ist ein Argument, das man auf jeden Fall auch gewichten kann. Aber ich meine, das war's doch.
Das war doch wirklich das einzige plausible Argument. Du hast Konkurrenz in deinem eigenen Produkt zwischen Raw und SmackDown. Raw-Team will besser sein als SmackDown-Team und umgekehrt. Und du hast jetzt mit Shane McMahon die Möglichkeit, die Rückkehr des Roster-Splits logischer einzuführen als je zuvor. Es gibt so viele Vorteile, die Mid-Card-Titel könnten aufgeteilt werden, hätten mehr Relevanz. Es gibt mehr Main-Event-Bereiche. Du hast die verschiedenen Talente in verschiedenen Brands, das heißt, es gibt weniger Verletzungen durch weniger Übersättigung. Und Alter, ich könnte euch noch so viele Vorteile aufzählen. Die Kommentatoren werden nicht zu krass präsent, obwohl wir haben ja gerade verschiedene Kommentatorenteams. Stimmt, das ist. Das finde ich zum Beispiel geil, dass man verschiedene Kommentatorenteams gerade macht. Mit Mauro Ranallo, der Typ ist einfach The Man, muss man sagen. Aber wenn man dann den Roster-Split einführt, wäre es natürlich im Umkehrschluss auch der Moment, wo man Raw im 2-Stunden-Format einführt. Weil Raw 3 Stunden, SmackDown 2 Stunden mit Roster-Split funktioniert nicht. Also wäre 2 Stunden Raw wieder drinnen, das wäre natürlich auch wieder geil. Man hat nicht immer die gleichen Leute bei Pay-Per-Views, man hat nicht jeden Monat ein Pay-Per-View von Raw und SmackDown, sondern immer von Raw einen Monat, von SmackDown dann den nächsten Monat. Ich kann euch so viele Vorteile aufzählen, die Leute werden nicht mehr übersättigt mit den Wrestlern, sondern sie sind nicht mehr so überpräsent gezeigt. Das macht sie heißer und deswegen dient das gleichzeitig auch dem Interesse. Weil wenn du jede Woche zweimal Dean Ambrose siehst bei Raw und bei SmackDown, findest du ihn nicht so krass. Aber wenn du ihn dann bei, keine Ahnung, wenn du ihn nur bei Raw oder nur bei SmackDown siehst jede Woche, dann ist er einfach viel weniger präsent. Und das hilft dann wiederum der Show einzuschalten und dass die Leute einschalten so rum. Das ist super. Na gut. Wie fandest du Axel Dieter Junior? Ich fand den ernsthaft echt gut. Richtig charismatisch. Gute deutsche Promos. Wenn man das so sagen kann. Gut in den Ring. Meines Erachtens wäre der im Amiland eine große Nummer. Kein Witz. Ich fand ihn auch nicht schlecht. Das Problem ist bloß, dass er da alles gewinnt. Und von daher, ich fand ihn. Er hat sich meinen Respekt verdient, aber ich finde es trotzdem nicht gut, dass man ihn so bookt wie John Cena, ne? In dem Iron Man Match, das war schon sehr fraglich, von daher fand ich es auch gut, dass gewonnen hat. Will ich jetzt nicht spoilern. S04 Fans 04 ist auch am Start, ja klar. Spontan Stream. Und jetzt muss ich langsam wieder den Slow-Mo anmachen. Mehr oder weniger. Alter, ich habe gerade nicht alle Quiz-Teilnehmer als Nobodies bezeichnet. Du legst mir hier wieder falsche Worte in den Mund. Was soll die Scheiße? Wann kommt wieder ein Top 5 Pick Reactions oder King of the Ring Video? Kann ein bisschen dauern, keine Ahnung, mal sehen. Wenn es wieder Top 5 Reactions gibt, also wenn man die wirklich da reinpacken kann. So. Du hast bald mehr Abos als Jonathan. Das liegt aber daran, dass er richtig dreist das Copyright verletzt und international ist. Das sehe ich nicht als Konkurrenz. Das ist ja wohl ein Witz, ist das. Hast du auch gesehen, dass Martin eine Autogrammkarte von Johnny Mundo hat? Ja klar. Ich habe sogar unter das Video geschrieben. Meinst du, ein WXW-GWF-Wrestler könnte mit WWE mithalten, körperlich etc.? Interessante Frage. Ja, jein, vielleicht. Ich weiß nicht. Also ich denke, die WXW-Standards sind ein bisschen unter den WWE-Standards, das ist klar. Aber teilweise denke ich doch, dass das drin sein sollte. Also denke schon. Was denkst du, wird jetzt mit Mil Muertes passieren, nachdem er den Titel verloren hat? Welche Fehde prediktest du für ihn? Pentagon Junior. Pentagon Junior gegen Mil Muertes wird die nächste Fehde sein. Hoffe ich, glaube ich. Würde Sinn ergeben, würde zu Lucha Underground passen. Und von daher wäre das eigentlich die beste Lösung, die man so ziehen könnte. Er wird, denke ich, immer noch so ein Monster sein. Aber, naja, ich denke, es ist vergleichbar mit Brock Lesnar, der den Titel verloren hat, aber trotzdem halt noch ein krasses Monster ist. Ich gucke gerade das Karat und sehe dich bei jedem Entrance. Ja, das ist doch geil. Das ist doch super.
Ich bin immer richtig abgegangen, ey. Ich war da voll drin in der Show. Und ich habe auch versucht, immer Stimmung zu machen. Was man auch tun sollte bei diversen Events, ne? Also, wenn du zu Wrestling gehst, dann solltest du das auch mit Enthusiasmus mitnehmen. Ich werde keine Live-Reactions zu WrestleMania machen. League of Nations oder New Day? Eindeutig New Day. Bist du ein Bo Leaver? Leave! Auf jeden, ey. Bo Leave. Das Gimmick fand ich cool. In den Social Outcasts finde ich ihn ein bisschen, ja, ne? Meh, finde ich ihn. Verfolgst du UFC regelmäßig? Ich gucke mir immer die großen Events an. Aber ansonsten nicht krass regelmäßig. Ich gucke nicht jede Woche Fight Night und so. Findest du, man sollte Dolph Ziggler pushen? Oder was heißt jede Woche bei Fight Night? Keine Ahnung, wie oft das läuft. Findest du, man sollte Dolph Ziggler pushen auf jeden? Aber der Zug ist abgefahren. Wer wird in WrestleMania 32 gewinnen? Reigns. Breeze könnte der neue Shawn Michaels sein. Ja, bestimmt. Er hat Talent. Er ist super. Glückwunsch zu Cesaro. Ja, ich habe ihn ja noch nicht. Ne, abwarten. Ja, boah, ey, das zweite BOI-Halbfinale. Ey, die brauchen ja wieder ewig. Das ist schrecklich. 16 Karat war cool. Auf jeden. 16 Karat war richtig geil. Und nächstes Jahr werde ich am Start sein. Auf jeden. Warum hast du keine Facecam? Weil ich einfach keine Facecam anmachen will. So einfach ist die Sache. Wenigstens mache ich Thumbnails und Intros für meinen Kanal selber. Shoot! Wenigstens sehen meine Thumbnails und Intros interessant und gut aus. Shoot! Oh shit. Also, ich meine, es ist ja nichts Schlimmes. Oder es ist jetzt nichts, wo ich sage, ah, krass, das ist ja verwerflich, wenn man ein bisschen Copyright verletzt, beziehungsweise wenn man halt Inhalte benutzt, um seine Video kreativ zu unterstützen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Match-Analyse die Mimik von Sami Zayn anblende. Ich habe die Rechte an dem Videomaterial nicht, aber ich denke, die WWE hätte meinen Kanal schon längst gesperrt, würden sie das schlecht finden, was ich mache. Denn das Ding ist, dass WWE das Ganze als Werbung sieht. Und ich habe da auch mal mit so einem Support-Typen von WWE geschrieben. Die sehen das als Werbung. Ich mache so viel Werbung für WWE, dass die das nicht stören wird. Wenn man jetzt allerdings seinen ganzen Kanal auf Videoclips von WWE aufbaut und wirklich kaum irgendwas Eigenes reinhaut, dann ist das schon ein bisschen fraglich. Aber jeder soll machen, was er will. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Welchen Wrestler außer dem Undertaker würdest du gerne treffen? Sami Zayn und wir haben Cesaro! Also fast eine gute Imitation, ne? Mehr oder weniger. Cesaro. Geile Karte. Ich bin echt überwältigt, dass ich es geschafft habe, Cesaro zu holen. War ja mein Ziel. Krass, ich habe so viel gesuchtet. Beziehungsweise was ich heißt, ich habe so viel gesuchtet. Ich habe für mich persönlich viel gesuchtet, wenn ich mir anschaue, was andere da rein investieren an Zeit, dann ist das schon ein bisschen krass. Aber gut, hier war eine Frage von Chris, habe ich gerade gelesen. The Y2J Chris, Kollege, ich grüße dich. Die Leute haben dich ja extrem abgefeiert bei der Lucha Underground Review, habe ich gehört. Können wir öfter machen von mir aus. Glaubst du, WrestleMania 32 wird an die letzten 2 Jahre rankommen? Ich denke ja. WrestleMania 32 hat eine Card mit extrem viel Potenzial, die nicht das Potenzial wird wirklich nicht komplett ausgereizt, aber ich denke trotzdem, WrestleMania 32 wird eine geile Show werden. Und ich denke, es kommt ran an die letzten Jahre. Vielleicht wird es nicht ganz so gut wie WrestleMania 32, wie WrestleMania 31, aber ich denke trotzdem, es sollte mindestens 8 von 10 von dir geben, Chris. Und auch von mir. Hoffe ich doch. Wann beginnen die Events morgen? Ich glaube um 21 Uhr. Streamst du Mittwoch oder Donnerstag? Wäre cool. Ich grüße dich. Vielleicht, mal sehen. Ich habe jetzt Ferien, ich habe Zeit. Vielleicht. Ich muss auch noch die WrestleMania-Woche vorbereiten. Also, ich hoffe, ihr habt den Trailer schon gesehen. Ich blende ihn euch jetzt hier nochmal ein.
gleich, denn ich werde ja vor der Road to WrestleMania, beziehungsweise werde ich auf meinem Kanal eine Road to WrestleMania, Perkix WWE Road to WrestleMania starten. Die Woche vor WrestleMania werde ich jede Woche, jeden Tag ein spezielles Video hochladen. Was es genau damit auf sich hat, das können wir uns gleich mal angucken. Jetzt muss ich hier nur noch schnell das Video raussuchen. Moment mal, was soll das hier? So. Ich beantworte hier währenddessen nochmal ein paar Fragen. Oh, hier kommen schon wieder so viele Kommentare rein. Übrigens, sorry, dass in den letzten Wochen kaum längere Kommentare von mir kamen. Schule war ziemlich krass. Big Cam, oh, Comeback beim WrestleMania-Wochenende und so. WrestleMania über Takeover Dallas, jetzt hatet mich. Die Card, teilweise, aber es ist WrestleMania, von daher würde ich da nicht zustimmen. So, geben wir hier mal die Werte ein. Und dann seht ihr gleich das Video, den schönen Trailer, den ich da gemacht habe. It's my house, come on, here we go now. Oh, haben wir beim Alex richtig krass abgehört. So. Oh, das ist gar nicht das richtige Video. Ich habe das falsche Video genommen. Moment, ich suche es euch raus. Bleibt cool, Leute, bleibt cool, gleich bekommt ihr es. Und zwar werde ich bei der Perkix WWE Road to WrestleMania Folgendes starten. Ich werde da tatsächlich eine kleine Special-Woche machen. Genau. Das ist immer noch das falsche Video. Die Technical Difficulties hier schon wieder. Es ist kein Traum. Eigentlich nicht so wirklich, ne. Aber gut. So. Ich brauche einen Kommentar aus dem Chat, über den ich labern kann. Was haben wir hier? Voll eingebildet, dieser S04 Fans 04. Schaut nur bei den Big Three vorbei. Ja, Monkey, Edeljobber hier, schreib auch mal geile Kommentare. Beziehungsweise du schreibst ja schon geile Kommentare, aber schön lange Kommentare. Das wäre doch auch mal geil. Ich kann. Hier die ganzen. Habe eine Frage an dich. Kennst du mich aus den YouTube-Kommis? Ich finde dich super. So, du bist ein sympathischer, netter Typ. Danke. Eike Vodell. Ich weiß nicht, wie heißt du denn in den Kommentaren? Vielleicht kenne ich dich. Kann ich jetzt nicht genau sagen, weil ich deinen Username ja nicht weiß. Aber danke für das Lob und das tolle Kompliment. Ich fühle mich geehrt. Yay. So, jetzt stellen wir das nochmal alles ein. Und jetzt hoffentlich bekommt ihr das Video. Wunderschön, oder? Ja, danke für das Kompliment. Danke, danke, danke. Ja, das Lob, da, danke, ja. Das wird die Woche, das wird nicht diese Woche sein, aber die Woche vor WrestleMania. Also nächste Woche. Also nicht die morgige, sondern die Woche in einer Woche. Ihr versteht, was ich meine. So. So. Irgendwie pommern hier sehr viele bekannte Gesichter rum. Ja, ich denke auch. Mischa, der gute alte Betonmischer. Michelle hat sich erschrocken, das tut mir leid, Michelle. Oh shit. Diddle 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 diddle.
So. Oh, ey, sind das viele Kommentare. Leute! Alter, jeder, der diesen Scheiß rein spammt, den werde ich jetzt blockieren, ey. Oh shit, Leute. JB hat mir hier die Leute auf den Hals gehetzt. Das ist natürlich. Oh shit! Oh shit! Oh shit! JB, du alte Ratte, fuck yourself! Ah, wie macht man nochmal diesen Slow-Mode-Kommando? Slow 6 oder so? Ich guck nochmal nach, wie man diesen. Slow-Mode. Command. Gucken wir mal. So. Slow seconds. Okay. Machen wir mal 120. So, das sind die ganzen Freaks, die von JB hergekommen sind und alle in die in den Chat schreiben sollten: Roman Reigns is the best wrestler in the world. Naja, typisch JB, ne? Der will immer ein bisschen Beef haben. Die alte Ratte. Ich glaube, der ist einfach neidisch, dass ich doppelt so viele Abonnenten habe wie er oder als er. Roman Reigns is the best wrestler in the world. Ach, JB, ey. Du bist schon irgendwie ein nicht so cooler Dude. Alle Nachrichten easy gelöscht, haha, nice. JB, den müsst ihr nicht kennen. Den müsst ihr echt nicht kennen. Das ist klar. Sollte er Kurt Angle oder Rey Mysterio comebacken? Dankeschön, S04 Fans 04 und alle anderen. Dafür kann man mal einen Applaus geben für mein Mod-Team. Danke. Das ist super, wie ihr das geregelt habt. Hier kommen zwar noch immer ein paar Leute rein, aber die werden, denke ich, auch von euch schön geblockt. Ach, so muss das sein. Ein Traum. Ein Traum. Ich würde sagen, Kurt Angle sollte zurückkommen zur WWE. Ich finde Rey Mysterio bei Lucha Underground ist super. Er wird ja auch bei der nächsten Episode auftreten von Lucha Underground. Und von daher finde ich persönlich, sollte Kurt Angle eher zurückkommen. Cool, ein Stream mit etwas weniger Zuschauern. So kannst du einfach lesen. Ja, ich freue mich auch. 118 mittlerweile wieder, aber trotzdem passt die Sache. Oh, Leute, Alter. Was sollen denn diese ganzen Kommentare hier schon wieder, ey? JB will jetzt hier einen Hype haben. Bow down to the King. Bow down to the. Bow down to the. Per Kicks WWE Comment Champion. S04 Fans 04. Ja, Monkey. Da könnt ihr ein bisschen klatschen, aber ich glaube, der Monkey hat keine Verbeugung verdient. Ich bin heute ein bisschen arschig zu Monkey, aber ich glaube, der braucht das auch mal. Wie fändest du es, wenn The Shield reunited wird? Wäre sicherlich eine geile Sache, aber erstmal nicht. Vielleicht in den nächsten Jahren. Bekommt Apollo Crews noch ein Match bei Takeover? Ich denke doch. Elias Samson ist, glaube ich, der Gegner für ihn, der da kommen soll. Hört Ray jetzt bei Lucha Underground wieder auf? Ich denke nicht. Also ich hoffe nicht. Ich denke nicht. Ich hoffe, der bleibt uns noch erhalten bis Staffel 3, 4, 5, 6, 7, weil er da einfach reinpasst. Das ist sein Produkt. Monkey verdient gar nichts, der alte Kevin Steen-Hater. Ja, verstehe ich auch nicht. Ich meine, Monkey ist sowieso ein bisschen durchgedreht. Passiert. Monkey ist so jemand von der Sorte, dicke Hose im Internet und im Real Life die kleinen Mandarinenstückchen. So. Bin schlafen, muss morgen sehr früh aufstehen und werde fleißig weiter Kommis auf YouTube schreiben und liken. Bye. Das freut mich natürlich, Eike. Vielen Dank für deinen Support. So, haben wir das auch geklärt. BBQ weiß sogar, dass du hast, also schon übertrieben, wie du Reigns abgehst. Ja, ist halt meine Meinung, ne? Hat auch Wayne geschlagen, denke ich.
Wie würdest du eine Shield Bullet Club Fehde finden? Sicherlich eine geile Sache. Ich habe das Gefühl, da wird es bald ein Duell Monkey gegen Perkix geben. Oh shit. Ich denke auch. Ich denke auch. Ich denke auch. So, wieso keine Facecam? Darum. Kommt bald wieder. Keine Angst. Keine Angst. Aber ich denke, ihr müsst es auch mal verstehen, dass ich einen Stream ohne Facecam mache. Und wenn nicht, dann habe ich Two Worlds for you und zwar Suck It! Falls ihr versteht, was ich meine. So. Wie würdest du reagieren, wenn The Undertaker im Kampf gegen Shane tot missglückt? Tot missglückt. Das ist wieder so eine typische Frage von sensationsgeilen Leuten. Wie würde ich reagieren? Ich wäre natürlich geschockt. Ja. Wer hat das jetzt erwartet? Wahrscheinlich hat jeder erwartet, dass ich feiere, oder? Die Reaktion ist so klar. Die Pointe voratmen. Wie geht es dir? Mir geht's super. Die Pointe kann ich leider nicht zum Atmen machen, weil da sonst hier die ATTE-Invasion startet. Phoenix gegen Memuertes waren 4,5 Sterne. Micha, wir sind meiner Meinung. Ich habe auch 4,5 gegeben. Richtig, richtig gutes Match. Und ich dachte eigentlich, ich bin alleine. Aber wenn sogar das Resting Brain Micha sagt 4,5 Sterne, das freut mich. Ey, geile Sache. Ich habe nämlich 4,5 gegeben, aber nur weil ich mit den Emotionen von Phoenix so mitgerissen war. Also ich war wirklich, ich bin ja ein riesen Phoenix-Fan. Ich war so mitgerissen. Also echt eine geile Sache. Freut mich, dass ich da nicht alleine bin. Chris, mit dem ich die Review gemacht habe, also The Y2J Chris, der hat ja nur, oder nur in Anführungszeichen, 4 bis 4 ein Viertel gegeben, aber immerhin über 4. Das zeigt, wie krass Lucha Underground ist. JB wollte mich aus Spaß ein bisschen ärgern, ja? Weiß ich. Greets go out to JB. Cool Dude. Hyperactive. But okay. Das alles juckt den Wrestling-Gott so gar nicht. Ihr kleinen Maden könnt euch kurz cool fühlen. Am Ende heißt es Bow down to the monkey. The Wrestling God. Ja. Nordisch, 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 gib mir den. Ich werde die Flash-Events spielen. Ja, die Road to Glory wahrscheinlich. Mit wem würdest du AJ Styles in dein Tag Team stecken? Gar nicht. Ich würde ihn als Einzelwrestler pushen. Immer wieder Vorurteile zielen der Jonathan. Immer so gemein. Wie zielt man denn Vorurteile? Der Chat ist voll, Perkix denkt sich. Fuck, wie geht das so? Nochmal erstmal googeln. Genauso ist es. Phoenix hat doch gegen Mill gewonnen. Verarscht ihr mich? Guck's dir an. Leute, wenn ihr Lucha Underground schaut, geht niemals auf Lucha Underground Wikipedia oder ihr werdet gespoilert. Kann ich auch sagen. Habe ich in Staffel 1 gemacht. Mann, oh Mann. Wie reagierst du, wenn du jetzt durch einen Bug The Undertaker als WrestleMania-Karte ziehst? Wäre doch cool, oder? Ja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das ziehe? Würdest du zurzeit jemanden, der kein WWE schaut, Lucha Underground oder WWE empfehlen? Ich würde jemandem, der WWE nicht schaut, aus Frustration Lucha Underground empfehlen. Weil genau für diese Leute ist Lucha Underground. Lucha Underground ist für die Leute, die verzweifelt sind, weil WWE sie enttäuscht hat. Und das ist die perfekte Show für solche Leute. Es kommt zum Three-Way zwischen Monkey Perkix und Nils. Vielleicht. Hast du wenigstens schon mal ein Match von Leo Rush gesehen? Nope. Also ich nicht. Was hältst du von den GameStop Cards? Kannst du mir sagen, wo man die bekommen kann? Außer bei GameStop, da. Mac, 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 Mac. Die gibt es nur in den USA, nicht in Deutschland. Wird es die Supercard-Tokens auch in Deutschland geben? Nee, habe ich damit auch beantwortet. Sind die Flash-Events auch. Sind es bei den Flash-Events auch Team-Event? Nein. Team-Events finden nicht statt, weil es eben Flash-Events gerade gibt. Freust du dich auf WrestleMania? Auf jeden. Wer nicht? Wann nicht?
Ich freue mich jedes Jahr auf WrestleMania, das ist geil. Ich mag einfach den Stil von Lucha Underground nicht. Ich glaube sogar, dass es so ein bisschen eine Ausrede ist von den Nicht-Lucha Underground-Fans. Dass es einfach nicht der Stil ist und sie deswegen das nicht schauen. Aber ich finde, es ist so viel mehr. Man muss auch ein bisschen reinkommen. Man kann nicht nach drei Shows oder so oder zwei Shows sagen, ja, das ist nicht mein Stil. Du musst einfach konstant dabei bleiben und irgendwann lernst du es lieben, denke ich. Also, würde ich jetzt mal sagen. Wenn du einen kennst, der mit WWE anfangen möchte oder allgemein mit Wrestling, welches Match würdest du ihm als allererstes zeigen? Undertaker gegen Mick Foley, Mankind. Das Cruiserweight-Turnier der WWE wird so geil. Wurden schon Leute angekündigt? Weiß ich gar nicht. Ich habe auf jeden Fall dazu was vor. Und zwar habe ich ja bei WXW in Oberhausen, beim Karate, habe ich jemanden getroffen. Einen netten Zuschauer. Und der meinte zu mir, er könnte sich sehr gut vorstellen, dass ich mal so eine Vorstellungsvideoreihe zum Teilnehmerfeld des Cruiserweight-Turniers mache. Und das fand ich eine super Idee, das mache ich. Also mache ich so ein Vorstellungsvideo zu jedem, der da kommt. Von daher sehr, sehr geil. Echt? Mac? The Mac ist bei. Ist der beim Cruiserweight-Turnier? Keine Ahnung. Wäre doch super. Ich schreibe Roman sucked und werde für ein paar Minuten gebannt. Ich glaube, du hast was anderes geschrieben und wurdest dafür gebannt. Kann gut sein. Welches Match würdest du als Main Event nehmen? Ich würde Dean Ambrose gegen Brock Lesnar oder Undertaker Shane nehmen, ja. Aber die WWE wird Triple H gegen Reigns im Main Event bringen. Wo ist die WWE Live-Tour in Deutschland im November? Wird noch bekannt gegeben. Nice! Während deinem Stream endlich Bayley bekommen. Nice. Wie würde deine Reaktion sein, wenn Cesaro World Champion Titel gewinnen würde? Super. Ich würde feiern. Ich hatte heute eine Diskussion mit einem Roman Reigns Fan, der sagt, dass er dich im Real Life kennt. Echt? Wie heißt der? Würde mich mal interessieren, aber hat wahrscheinlich eh gelogen. Hype auf WXW in Hof. Jeder, der in Franken wohnt, gönnt euch. Ich würde nicht so krass gehypt sein. Es ist eine coole Show, aber. Man darf sich jetzt auch nicht erwarten, dass es so wie Skat wird oder so. Also, würde ich jetzt auch sagen. Vielleicht kommt ja Thatcher, der ist bei Evolve. Zack kommt, denke ich, auch ganz safe. Denke ich auch. Also, der wird wahrscheinlich kommen. Es wurde angekündigt, dass die WWE eine Zusammenarbeit mit Evolve hat. Thatcher, Zabel, etc. Momentane Gerüchte sind, dass auf jedem Kontinent ein Partner gesucht wird. In Frage kommen, denke ich, in Europa. RPW in Mexiko, AAA und in Japan, Noah oder so. Das hört sich doch super an. Also, das werde ich, denke ich, auch noch irgendwie in Wrestling News bei Wrestling News Deutschland berichten, dass das kommt. Aber ich habe heute noch gar keine News gelesen. Von daher, mal sehen. Du hast beim Wrestler Talk gesagt, beim Beispiel CM Punk und John Cena, dass Punk immer im Hintergrund steht. Ist es nicht genauso mit Reigns und Ambrose? Ambrose steht auch immer nur im Hintergrund, ja. Ambrose wird vor allem dazu verwendet, Reigns overzubringen. Also die WWE versucht es immer wieder, aber es klappt nicht, weil Reigns einfach von den Fans nicht angenommen wird. Dein unparteiischer Tipp beim Quizduell von mir und Nils. Will Ospreay wäre lustig. Will Ospreay, mit dem habe ich wahrscheinlich bald ein Interview. Den habe ich nämlich bei Karat angesprochen und hab ihn gefragt, ob es nicht möglich wäre, mit ihm ein Interview aufzunehmen. Und der hat gemeint, er hat wenig Zeit, aber er würde es gerne über Skype machen. Also habe ich ihn jetzt nochmal angeschrieben. Ich denke, das würde, denke ich, ganz gut laufen. Stell dir vor, Angelico springt von einer Leiter und der Gegner liegt auf einer Leiter. Ja, das wird sicherlich noch kommen. Ne? Also das hatten wir auch schon. Angelico, der war ja schon mal in einem Ladder-Match, das ist geil. Mein WXW-Lieblingswrestler ist Da Mac. Ach so, Da Mac. Ich habe jetzt nur Mac gelesen. Mein WWE-Lieblingswrestler ist Roman The Empire Reigns. Ach du Scheiße. Also Da Mac ist ja ganz cool, aber Reigns nicht, nee.
Kannst du mal ein Video darüber machen, was Indie-Ligen von der WWE lernen können? Ich habe ja schon eins gemacht mit New Japan und eins mit Lucha Underground. Ach so, von der WWE lernen können. Ja, ich meine, WWE ist halt eine krasse Produktion, aber ich denke nicht, dass ich da ein Video lohnen würde. Keine Ahnung. Was wären denn da Punkte, die man da erwähnen könnte? Also die Produktion auf jeden Fall, die Konstanz. Aber ich denke, ein Video, keine Ahnung. Osprey ist sehr gut möglich, auch wenn er momentan bei New Japan Pro Wrestling ist. Was die Chance schmälert. Denke, Wrestler, die bei ROH, New Japan oder Lucha sind, sollten wahrscheinlich nicht dabei sein. Die mögen ja alle die WWE nicht so aus gegebenen Gründen. Na, würde ich nicht unbedingt sagen, dass sie die WWE nicht mögen. Ich meine, mit Angelico habe ich drüber geredet. Der hat auch gesagt, sollte es die Zeit ergeben, ist er auf jeden Fall dabei. Würde er zur WWE gehen. Von daher, ich würde nicht jedem Gerücht trauen, dass irgendwie Lucha Underground und WWE Beef haben oder so. Das ist, denke ich, alles ein bisschen Gerüchteküche. Osprey hat einen Vertrag bei New Japan. Doch. Hat er. Hast du mal Geld für Supercard ausgegeben? Ja, in einem Stream. Weil sonst die Sache ewig gelaufen wäre. Würdest du weinen, wenn der Undertaker in einem Kampf sterben würde? Keine Ahnung, was sollen die fragen denn, ey? Hast du auch Ferien? Ja. Habe ich. Und zwar 2 Wochen. In den 2 Wochen mache ich Führerschein-Theorieprüfung. Das wird lustig. Mach mal wieder Pro 10-Video. Das sind die geilsten, finde ich. Hab da alle gern geschaut. Werde ich machen, morgen kommt eins. Das einzig Gute am Undertaker ist sein Piano-Theme-Cover. Das ist so geil. Das muss bei seinem Retirement gespielt werden. Es wurde ja schon gespielt bei seinem Streak-Ende. Also nicht bei seinem Streak-Ende an sich, aber bei den Tributes, die WWE da eingeblendet hat. Ach, Monkey. Aus dir werde ich auch nicht schlau. Denkst du, an der bisherigen WM-Card ändert sich noch großartig was? Ja, ich glaube schon. Ich denke, da gibt es noch kleinere Änderungen, aber nichts mehr Großes. Und es ist ja auch noch nicht mal das IC-Title-Match fest. In der NXT ist ja das Match Zayn gegen Nakamura angekündigt. Was denkst du? Wer wird von ihnen gewinnen? Das wird spannend. Nakamura wird gewinnen, glaube ich. Aber mehr dazu in der Takeover Dallas Preview. Was heißt für Walter? Dass ein Heel geworden ist, Big Daddy Walter, finde ich cool. Ich meine halt, dass New Japan eher nicht Partner der WWE wird. Ich sage nur Nakamura oder Bullet Club. Ja gut, das ist klar. Möchtest du den Wrestler Talk nach 100 weitermachen? Ja, bis 100 wahrscheinlich. Es gibt immer Leute, die man besprechen kann. Ich denke, das ist so ein Format, was man immer bringen kann. Von daher passt die Sache. Und ich würde sagen, Leute, das war's schon wieder von mir, oder? Soll ich aufhören? Soll ich aufhören? Soll ich aufhören? Soll ich aufhören? Ja. Ich denke, ich höre auf. Ich habe Cesaro geschnappt im Stream. Den könnte ich jetzt noch ein bisschen voll trainieren. Also schreibt mir nochmal schön Fragen rein. Und dann machen wir Schluss hier mit diesem Livestream. Cesaro. Geile Karte. Muss man schon mal auch mal loswerden. Episch. Mal sehen. Wen trainieren wir da rein? The Rock. Ich denke, The Rock macht ihn schon relativ voll. Ja, oh shit, er macht ihn komplett voll. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. La 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 la. Feeling, yeah, feeling, yeah. Wieso spielst du nicht mehr deine Karriere mit Fuego? Weil 2K15 ausgelutscht ist. Ich bin gerade bei Fahrstunden, aber noch relativ am Anfang. Ja, ich habe eigentlich nicht vorgehabt, den Führerschein zeitnah zu machen, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich durch YouTube immer mehr am Traveln bin. Und von daher, ja, muss ein Führerschein schon sein. Ich meine, ich bin auch ohne Führerschein jetzt nach Oberhausen gekommen. Es funktioniert schon, aber ist halt jetzt nicht so, dass es krass.
dass es so gut ist, weil mit dem Auto fährst du halt schon ein bisschen gechillter, ein bisschen eigenständiger und so weiter. Ich bin ein lustiger Dude, Mandarinenstückchen. Auf jeden, mehr solche spontanen Streams bis auf die kurze Invasion war es echt ein sehr cooler Chat heute. Kommt wieder Match-Analyse. Denke ich, wird es auf jeden Fall geben. Ich werde im Oktober 18. Das war's von mir, Leute. Danke, dass ihr dabei wart. Ich lasse euch nochmal den Trailer laufen für das Projekt, was in einer Woche ansteht. Und zwar die Perkix WWE Road to WrestleMania. Wünsche euch noch einen schönen Abend, schöne Woche und wir sehen uns. Haut rein. Ciao.